Hallo und herzlich willkommen hier zu weiter Folge bei Kettle und Kopf. Wir sind mit der Mission bei, jeweils Gerste und Mais auszusehen. Wir haben gerade mal angefangen mit Gerste. Ne? Wir machen mal hier weiter. Und Action. Dass wir halt für die Spur halten hier, ne? Junge, bisschen kleines Gerät, was mein Händler gegeben hat. Naja, wahrscheinlich mal das Größte, was ich leisten könnte. Ja, Vollgas, ne? Das Feld ist so ungefähr jetzt ein Drittel fertig. Laut gelben Balken. Wir müssen aber den Balken voll bekommen, ne? So. Wieder wenden. Ich wende aber überwiegend auf den grünen Streifen, weil um Acker zu wenden ist ein bisschen, naja, müssen wir nur mehr nacharbeiten, ne? War ja Quatsch. Der Boden gehört mir auch alles, also noch keiner hat sich beschwert, dass ich da gefahren bin. So. Fahren wir halt, ne, da lang. Halb ist geradeaus. Ja, hoffen wir Allrad, ne? Ich bin mal hier GPS gewesen. Aber das werden wir irgendwann noch hier rausfinden. Ich hab's schon vergessen. Jetzt bergauf oder langsamer wird. Kommt er mit Mühe hoch. Wahnsinn. Kann nicht so schwer sein. Ja, ich habe Besuch hier, zwei Rehe. Aber er ist nicht fertig gekriegt, ne? Gut, die haben ein paar Jahre mehr entwickelt, ne? Dazu sind schon ein paar Jahre dabei. Aber wie gesagt, das haben sie angefangen und als Beta veröffentlicht. Und seitdem ist es auch immer Entwicklung. Ich habe es immer beobachtet, aber im Prinzip nie gespielt. Ich kam mit der Steuerung nicht klar. Und habe es recht früh mal aufgegeben, ne? Aber jetzt ziehen wir das durch. Wir machen das Szenario jetzt fertig. Das erste. Für das nächste Szenario müssen wir noch einige Tutorials machen. Düngen und so alles. Aber das ist. Da arbeiten wir uns jetzt ja durch, nach und nach. Nur keine Panik. Nicht, Herr Professor Farmstein? Ich hätte auch eher Farmfeld genannt, ne, den Bursch, ne? Trifft das eher zu, ne? Als Farmstein. Was hat Stein mit Farm zu tun, ne? Steinhauer vielleicht, ja. Oh Gott, gerade mal die Hälfte geschafft. Ein Riesenfeld hier. Aber hier ist die Tage auch anders, nicht? Hier hast du einen vollen Tag, das ist alt. Jetzt haben wir es ja 10:30. Und tja, da ist nichts mit Wachstum zwischendurch, ne? Das ist dann ein bisschen anders geregelt, ne? Sicherlich nach mehreren Tagen, ne? Also wenn die Erde feucht genug ist,
es noch warm genug ist, dann ist es auch kein Problem, dann wird es auch keimen. Innerhalb von 3-4 Tagen ist die Keime draußen und dann nach ein paar Tagen wird man schon leicht grün sehen. Also das, denke ich mal, wird dann kommen von alleine. Wenn es trocken ist, feucht genug ist, ne? Wenn es ja, zu trocken ist, ist es schlecht, ne? So, es. Die rennen auch nicht weg, du. Ja, Takt ein bisschen schwach, also. Dann noch schnell einen Deutz kaufen mit mehr PS. So, wow. Tempomat. Wir müssen außen so eine nacharbeiten, ne? Also. Geflüchtet und gekoppelt war schon vorher. Der Weizen braucht Nährstoffe. Und zunächst in 3-Blatt-Stadium. Ach so, ja. Der Landwirt drückt dazu mineralischen Stickstoff. Achso, genau. Da kommt jetzt der Hinweis, dass man das mal ein Tutorial noch mal lernen soll. Ich habe schon teilweise Düngen gemacht, aber noch nicht fertig. Und Stickstoff, Mineralien, das ist auch klar. Wir haben hier mehrere Düngersorten mit einem gewissen Verhältnis. Und man kann sich aber auch die Bodenwerte vorher sich in der Menükarte holen. Und danach erkennen, was ist vorhanden an Nährstoffen und was muss man noch ergänzen. Oft muss noch was ergänzt werden, oft ist schon was vorhanden. Ne, also man könnte ja theoretisch ja auch vorher mit weiß ich, mit eigener Gülle düngen. Und da ist noch halt nicht alles vorhanden, aber halt ein Großteil, da muss man nur entsprechend mit mineralischen Dünger ergänzen. Ne? Dazu muss ich den Dünger auswählen, wo entsprechend das, was noch fehlt, ungefähr die Menge bekommt, die man haben soll. Ne? Man soll ja, das soll ja im grünen Bereich gedüngt werden, so hoch wie möglich. Auf keinen Fall zu wenig, auf keinen Fall zu viel. Zu viel wäre auch nicht gut, dann wächst es auch nicht richtig. Da kommen schnell Ruinen, aber das werden wir ja bald rausfinden und testen, wie das am besten geht. Den richtigen Mittelwert zu kriegen, also ne, nicht zu viel, nicht zu wenig. Zu viel wäre auch so teuer, ne? So. Kurz wieder ausheben. Kommst du gerade dichter ran, du? Interessant. Ich hatte immer so einen Hund zu Hause als Kind. Den konntest du nicht laufen lassen, frei. Wenn er einen Reh gesehen hat, war er weg. Und nach Stunden kam er wieder nach Hause. Ohne Erfolg. Der hat auf nichts gehört dann. Wenn er so rumlief, kein Reh zu sehen war, da konnte, kam er noch zurück, ne? Aber wegen dem hat ein Reh gesehen. Dann war er bei Reh oder Hase oder Kanickel, das ist egal. Dann war er auf und weg, das war so ein Jagdhund, du. Aber leider auch so dämlich. Da konntest rufen, was du wolltest, hinterher rennen, da hast du keine Chance gehabt. Da war so Fluss aus, lass den Fido laufen. Hat mein Bruder angeschleppt gehabt. Alles Kollege hat mal erzählt gehabt, sein Sohn wollte auch einen Hund haben. Da war mein Arbeitskollege überhaupt nicht begeistert. Hat er immer gesagt, wenn du mir eins anschleppst, dann läuft neben Spaten ein Loch vorbei. Gut, er hat nie einen angeschafft.
Ich glaube, der hat es wahr gemacht. Aber wie gesagt, er hat keinen ausgebracht. Er wusste genau, wenn der Vater sagt, gibt nicht, gibt es auch nicht. Weil er gesagt, die ersten 4 Wochen bist du voll dabei, interessiert, machst und tust. Und dann sitze ich mit dem Tier und muss alles machen. Von der Warte her hat er schon recht gehabt. Man muss sich vorüberlegen, wenn man sich ein Tier anschafft, dass es auch entsprechend Zeit kostet. Gerade Hunde, die brauchen sehr viel Zeit. Eine Katze läuft alleine durch die Gegend, dem ist nicht so tragisch. Da, eine halbe Stunde am Tag. Ne, bisschen Futter geben. Das ist, die Katze reicht das aus, aber bei einem Hund hat kurz geruckelt. Ist nicht so einfach. Ne, vorwärts fahren, Junge. Ich glaube, wir haben gar nicht ausgesehen. Oder? Wer weiß. Jo, jo. Alles grün, ne? Ja, ne, nicht stehen bleiben, weiter arbeiten. So. Warum war da vorhin zu? Dagegen gekommen irgendwie, kann sein. Aber die Textur ist trotzdem, hat sich gut verändert. Wird die Wolke auch schaffen? Wahnsinn. Na, 118 Minuten, 30, 30, 30, 90. Dann müssten wir nochmal 30, 30 machen, ne? Dann haben wir die 180. Also 6 Folgen insgesamt. In Ansicht. Machen wir ihn an sich. Wo sind meine Hände? Aber kann man schlecht sehen, ne? Ja, genau die Kante erwischen hier. Das ist ein bisschen nicht so einfach. Sag mal, reell Leben ist es anders. Da würde man eher dann so sagen, aha, Fenster auf und man guckt dann so, ne? Zum Beispiel. Oder nach Gefühl. Ja, und so haben wir eine Drohne hinterher und gucken in unseren Bildschirm, ne? Wäre theoretisch halt auch schon möglich. So herausfinden mit Lenker, wie es geht. Mit Lenkrad ist bei mir sehr wichtig. Ah, der linke Arm mit Gas geben und lenken ist schon ein bisschen mühsam. So. Gerade mal ganz kurz nicht alles ausgesehen hat, ne? Aber daran kann ich leben. Geht. Es geht. Farm Gigant oder wie das Ding hieß, war auch so ähnlich. Mit kleinen Feldern, ne? Die man selber erstellen musste mit dem Flug. Hat sie aber auch nicht durchgesetzt. Weil sie auch. Hier wollen wir noch abwarten. Hier ist die entscheidende Frage nachher. Wie entwickelt sich das weiter? Gibt es irgendwann neue Karten? Oder sowas, ne? Wenn, nach dem Winter wird das Getreide zum Bestocken mit Gülle gedüngt. Dünger wird zunächst dann auch gebracht, wenn die Pflanze den Nährstoff braucht.
Lesen ist doof. Raucht. Na, lesen wir gleich. Na, ihr könnt ja lesen, ich muss fahren, ne? Also wer das Lesen nicht schafft, weil es zu schnell geht, kleinen Tipp, man kann auf Video pausieren zur Not. Ne? Also, nach dem Winter wird das Getreide zum Bestocken mit Gülle gedüngt. Ein weiterer Stickstoffdünger wird möglichst dann aufgebracht, wenn die Pflanze den Nährstoff braucht, beziehungsweise den Vorrat aus dem Boden aufgebraucht hat. Nährstoffe werden übrigens über den Wurzeln, Boden über und den Wurzeln aufgenommen. Die Pflanzen tränken die Nährstoffe. Achso. Suffköppe. Hochheben. Das weiß doch jeder Kleingärtner, dass das so funktioniert. Außer Kohlendioxid, dann nehmen sie Blätter auf, ne? Das ist ja das Wichtigste, dass die entsprechend auch Kohlendioxid haben, ne? Als Kohlenstoff. Was ja die Grünen ja nicht verstehen. Die sagen ja nur Kohlendioxid, oh, Treibhausgas, ganz schlimm. Werden alle sterben. Tja. Aber wenn die Pflanze kein Kohlendioxid hätte, dann wäre das schlecht. So. Und je mehr vorhanden ist, umso größer werden die Pflanzen, logischerweise. Man kann leider nicht sehen, ob das läuft oder nicht läuft, ne? Na doch. Naja. Wird schon laufen. Das heißt, wenn das mehr da ist, dann werden sie auch mehr zu sich nehmen können und dann entsprechend auch mehr Wachstum, ne? Es gab ja Zeiten, da gab es ja noch viel mehr Kohlendioxidanteil in der Luft. Da gibt es ja auch Studien und auch entsprechende Belege aus den Eiskernen der Eispanzer der Welt, ne? Ne, das Reh weg. Sieht so aus. Die Sträucher sind ohne Kollision, naja gut. Ansonsten fahren sie nieder, ne? So. Und der Tank reicht, glaube ich. Ja, Szenario ist wichtig für XP. Wie gesagt, ich vermute mal ganz stark, dass man in der Karriere diesen XP braucht, um gewisse Dinge freischalten zu können. Ne? Zum Beispiel Feld kaufen, braucht man 50 Ansehen beim Hafen, wenn ich mich recht erinnere. Und das muss man sich ja doch irgendwo verdienen. Und das ginge über XP. Ne? Also das andere Spiele lernen, bei 7DSOD zum Beispiel, da ist es ja so. Wenn man das direkt was lernen will, muss man XP erstmal bekommen. Und das erlernt man durch ja einfache Aufgaben halt, ne? Wenn man was erledigt und dann irgendwann ist es soweit, dann bekommst du halt die nötige XP, ne? Lernpunkte kann man sagen, mit so einer Art Erfahrung und dann klar könnte man auch Aufgaben erfüllen direkt beim Hafen sind, ne? Wenn jetzt einer sagt, von Hafen, mach mal da mal sauber, ne? Und dann kriegst du Ansehen. Zum Beispiel. Oder liefern wir das und das an. Beim Hafen, ne? Könnte man auch machen. Um ein, also müsste man Spiel programmiert sein, ne? So. Ne, also. Und ich vermute immer ganz stark, dass wir erst in erster Linie durch XP, was wir an Missionen, Szenarios entsprechend. Ja, nach und nach erlernen, ne? Wir haben jetzt die Hälfte, na, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Heißt noch eine Folge. Ja, Mais ist vielleicht ein bisschen größer, aber dafür eine größere Maschine, ne? Hoffe ich jedenfalls, ne? Also.
Sonst wäre ja besser gewesen, wir hätten hier eine größere Maschine und dafür wären wir schon durch, ne? Also Zeit ist Geld, ne? Stell dir vor, du hast mehrere Felder, da musst du auch vorwärts gehen hier. Aber gut, die Anfänge sind schwer. Die großen Maschinen müssen auch gekauft werden. Da brauchen wir Geld. Und ein Bauer hat nie Geld. Ich weiß noch, ein Arbeitskollege hat er mal gesagt, er muss heute mal Nachmittag frei haben, wegen Tauschen. Und dann hat er gesagt, er muss zur Behörde und die ganzen Anträge abgeben. Wegen Fördergelder für die von der EU. In dreifacher Ausführung. Bürokratischer Aufwand ist ja enorm, ne? Ich meine, die Preise sind ja, davon kann man ja nicht leben, ne? Aber wie gesagt, durch die ganze Förderung teilweise schon. Naja, dann ist es halbwegs rentabel, ne? Natürlich ist Ackerbau immer ein Risiko, wenn es trocken ist, dann hast du in Erde so nichts. Ne? Weil ich gesehen habe, dieses Jahr und letztes Jahr auch, Raum Berlin, da sah ich ja Mais hoch wie, naja, bis zum Bauch maximal, ne? Und normalerweise Mais so hoch, dass ich da nichts mehr sehen kann, ne? Und so dicht auch, ne? Ja, aber da muss man sich normalerweise einfallen lassen. Entweder ich habe die Mittel und kann bewässern. Oder, was auch eher machen müsste, man müsste dann eine Fruchtsorte nehmen, die mit Trockenheit besser klarkommt. Also Mais sieht man ja relativ spät aus. Also je weiter nördlich, umso später, weil es ja immer noch die Frostgefahr gibt. Ne? Also Mais verträgt keinen Frost. Und Mais braucht eine gewisse Temperatur zum Keimen. Und im Nordosten ist es ja länger kalt als im Südwesten. Also mit Baden-Württemberg und MacPoppen, das kannst du nicht vergleichen mit der Zeit her. Da kannst du mal 4 Wochen später dran sein, ne? Theoretisch. Tempomat geht besser, als hat nur ein Gas gehen. So, und dann ist es dann zu spät. Und das, denn Mai kann schon recht trocken sein, ne? Auf der April auch schon, ne? Obwohl April eigentlich noch relativ nass sein könnte. Früher war es ja so, dass im Juni relativ nass war, ne? Aber heute ist es ja so, dass relativ früh die Dürre kommt, ne? Also Trockenheit und so, das ist nicht gut. Und wenn dann noch Sandboden ist, dann ist es noch blöder, ne? Und da würde ich eher tendieren, wenn ich jetzt Bauer wäre. Vielleicht liege ich auch falsch, aber im Herbst eine Getreideart aussehen, ne? Zum Beispiel Weizen oder Gerste, keine Ahnung, was am besten wächst. Und da ist aber die Fruchtfolge ein bisschen schwierig, ne? Oder Raps im Herbst, ne? Dass man da sagt, okay, die beiden Fruchtsorten, anders lässt es nicht zu, ne? Dann kann das zum Beispiel, wenn der Winter ein bisschen feuchter ist, noch ein bisschen die Wurzeln auswachsen, ne? Oder, ne, ist halt so, ne? Da kann der erste Wachstum schon mal im Frühling erfolgen, teilweise im Herbst, und dann ist es im Frühling, so im Sommer, schon halbwegs eine gute Wurzelbildung da, ne? Und dann somit ist es gegen Trockenheit ein bisschen besser Widerstand. Damit die Pflanze gesund bleibt, führt der Landwirt mit der Feldspritze Pflanzenschutz durch. Die Pflanzenschutzmittel kann man in Herbizide, Insektizide und Fungizide aufteilen. Aber auch hier gilt, so wenig wie nötig wie möglich, so viel wie nötig. Also das stimmt. Ich sag, wegen einer Fliege muss man keine, ja, müssen aufheben. Ob hier später was wächst? Normalerweise ja. Ja, so ist das halt, ne? Also Giftstoffe sind auch nicht gut, ne? Und deswegen ist ja die Fruchtfolge so wichtig, dass man den
Wenn da ein Pilz vorhanden ist, beim Mutterkorn, ne, bei der Pflanze, bei der Getreide gibt es so ein Mutterkorn, ne? Da wächst aus der Pflanze so ein Fruchtkörper heraus. Und das ist halt giftig, ne? Und das ist ein Pilz. Und das muss man halt verhindern. In feuchten Jahren wächst er halt, ne? Ganz stark. Pilze brauchen hier Wasser. Gas. Ob das so richtig ist? Bestimmt im zweiten Gang. So. Ja. Da ist auch mein Feld. So, jetzt kriege ich Gelder vom Staat und als Ausgleich. Geht nicht rückwärts. Ah, da bin ich schon froh, dass ich die anderen Dinge weggekriegt habe, ne? Die ganze. Ja. Die Anzeige für den Autos und so, ne? Gut. Ja, wo ist hingeblieben? Ein Plattenschutz. Also hier in Österreich, was ich mal so gehört habe, ist ja so, bei Mais gibt es ja so einen Käfer, einen Rüsselkäfer, glaube ich, oder? Das ist wie ein Motto so ähnlich. Seine Larven sind im Maisstamm drin. Wenn jetzt viele vorhanden sind, dann besteht die Gefahr, dass das Maisfeld, also naja, Ertrag deutlich tiefer wird. Ne? Aber klar, wenn das der Wasserfluss unterbrochen ist, ist klar auch die Pflanze nicht so ideal im Wachstum. Ne? Und haben sie das mittlerweile verboten, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, da kannst du nur als sagen, ich muss die Fruchtfolge so gestalten, dass ich den Tieren nicht erlaube, sich übermäßig zu vermehren, dass es im nächsten Jahr kein Mais vorfindet. Ne? Da muss es halt woanders hinfliegen. Ne? Und so kann ich das ein bisschen steuern. Wenn ich jetzt natürlich jetzt verstärkt Mais anbaue, muss ich mich nicht wundern, wenn das von Jahr zu Jahr mehr Schädlinge gibt. Das ist ja auch das Problem, was ich so mal sage, mit den Biogasanlagen ist alles nett, alles schön. Aber am Ende ist es so, ja, nun haben sich die Wildschweine stark vermehrt. Klar, die Schweinepest ist auch da, also die afrikanische. Aber, dass es Schweine gibt, das liegt daran, dass sie es wie Futter finden, ne? Frisch gedeckt auf dem Tisch, wie man so schön sagt, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Ja, ja, sag mal tschüss und ciao, ciao. Und es geht gleich weiter mit dem Rest, ne? Mal kurz Bremse rein und rollt der unten vorwärts. Ja, denn, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter mit der Aussaat mit Weizen. Ne, Gerste oder so ähnlich. Ich glaube Weizen oder so, ne? Gerste. Steht Gerste. Tschüss.